Fliegeralarm in Kiew. Laut Zeugen konnte man in der Nacht zum Sonntag in der ukrainischen Hauptstadt erneut Sirenen hören sowie Explosionen in einiger Entfernung. Nach Angaben der ukrainischen Militärverwaltung konnte das Luftabwehrsystem die russischen Angriffe in der Nähe von Kiew jedoch abwenden. Das ukrainische Präsidialamt veröffentlichte am Samstag Bilder von einer Explosion in einem zweigeschossigen Wohnhaus in der Nähe der ukrainischen Stadt Dnipro. Bei dem russischen Angriff sei ein Kind getötet worden. Rettungskräfte entdeckten die Leiche in den Trümmern des Hauses. Nach Angaben der Behörden wurden 22 Menschen verletzt, darunter 5 Kinder. Präsident Selenskyj sagte, wieder habe Russland gezeigt, dass es ein Terrorstaat sei. Die Angaben aus den Kriegsgebieten lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen.